Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es ja um die Intel Extreme Masters Katowice 2019. Und zwar ist das mit dem Pick'em heute etwas, also dieses Jahr etwas anders als sonst, beziehungsweise etwas, es ist sogar ziemlich anders. Und zwar muss man sich ja hier einen Fever Pass kaufen, der kostet original 8,75 €. Den habe ich natürlich schon und da zeige ich euch jetzt mal, was man, beziehungsweise was die jetzt so kann, um die 8,75 €. Also man bekommt dann automatisch schon mal die bronzene Katowice Medaille. Und die gilt es ja dann während den Major zu leveln bzw. abzugraden. Gibt es ja dann noch Silber, Gold und Diamant. Wenn alles hinhaut, sage ich mal, ist Gold easy drinnen. Wenn alles schief geht, hast du maximal eine silberne. Und wenn es wirklich krass bist, dir. Das Ganze ist so aufgebaut, man hat ja hier so mehr oder weniger die Herausforderungen und die muss man halt sozusagen abarbeiten. Wenn man 4 weitere Herausforderungen schafft, hat man dann eine silberne Bell. 7 insgesamt hat man dann die Gold und wenn du alle richtig hast, hast du dann die Diamant. Und die sind teilweise auch ziemlich easy, wie zum Beispiel gibt es ja 1, 2, 3, 4, 5 Stück, wo du einfach nur ein Game zuschauen musst. Weiß ich jetzt aber nicht, ob du dir das ganze Game anschauen musst oder ob das einmal reicht, wenn du da nur kurz reinjoinst und da ein paar Sekunden drinnen bist. Aber auf jeden Fall für die Leute, die was sich halt sowieso für das Major interessieren, so wie ich, die werden sich dann sowieso die meisten Games reinziehen und dann sollten da diese 5 schon mal easy drinnen sein. Wenn man dann diese 5 schon mal macht, mit dem Games anschauen, hast du dann schon mal easy die silberne Medaille. Und dann gibt es noch die anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel 5 richtige Picks in der Challenger Stage, dann 5 richtige Picks in der Legend Stage. Und das sind dann halt die Pick'ems, was man richtig betten muss. Und wie gesagt, ich sag mal, bis Gold sollte eigentlich möglich sein. Und Diamants, ja, bitte brauchst du halt dann alle richtig. Dann, wie das mit dem Souvenir-Drops, ist das ja das auch geändert. Jedes Mal, wenn man dann die Service, also nicht die Service Metal, diese Major-Medaille upgradet, zum Beispiel von Bronze oder Silver, bekommst du einen Souvenir-Drop. Und das ist random, das kann jede Case sein, egal also von welcher Map oder welche Teams, es ist komplett random. Aber was man beachten muss, es gibt keine Cobblestone Packages, weil Cobblestone ist ja noch nicht im offiziellen Map Pool dabei von der ESL. Und die wird ja auch nicht gespielt beim Major und somit gibt es ja auch keine Cobblestone Drops. Was dann noch neu ist, man bekommt automatisch ein Graffiti. Und zwar ist das Intel Extreme Master, das kann man glaube ich, weiß ich nicht, ob man das unbegrenzt verwenden kann während des Majors oder ob das auch nur 50 mal zu sprühen ist. Das muss ich mir dann nachher nochmal anschauen. Auf jeden Fall kann man sich dann hier noch sein Lieblingsteam halt aussuchen. Bei mir wäre es halt jetzt, wenn ich Peak oder Vitality ist, ist kackegal. Und dieses Graffiti hast du dann halt auch unlimitiert oder bis zu 50 Stück, aber auch diese 2 Graffiti sind halt mal dabei. Aber ich glaube, dass ich sogar gehört habe, dass die während dem Major, also bis zum Ende des Majors, unlimitiert sind, die Graffitis. Und dass man sie da dann auch jederzeit wieder wechseln kann, je nachdem, was man für ein Team halt gerade anfeuern möchte. Ja, ich glaube, das war es dann eigentlich mal jetzt zu dem Pass selber. Jetzt gucken wir uns mal die Predicts an. Und zwar ist das ziemlich schwer zu sagen, sage ich mal, teilweise, weil die Teams sind skillmäßig, manche sind halt gleich auf mit anderen und es gab auch wieder viele Spielertransfers, viele Spieler haben ihre Teams gewechselt und von dem her ist es halt jetzt schwer zu callen. Aber ich sag mal so, warte mal, Fnatic wird weiterkommen meiner Meinung nach, Energy genauso. Am Cloud, nein, würde ich sogar sagen, dass die mit 3 Wins weiterkommen. Sie haben auf jeden Fall das krasse Spieler, nur ich weiß jetzt nicht, wie gut die zusammenarbeiten können, beziehungsweise zusammenspielen, wie die halt im Spiel halt harmonieren. Ich glaube nicht, dass sie, also Cloud9 ist ja Titelverteidiger von momentan, weil die haben ja auch das letzte Major gewonnen. Ich gehe nicht davon aus, dass Cloud9 auch dieses Major holt, aber ich glaube, beziehungsweise sie werden da mit 3 Wins können, die da schon aus der Challenger Stage durchstarten.
Dann NIP könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die weiterkommen. Dann haben wir noch Vitality, das ist ja das neue Team vom NBK. Die sind auch krass am Drücken derzeit. Also krass am Drücken, das ist ja ein komplett neues Team und die sind, ist ein starkes Team. So, was haben wir denn dann noch? Ants würde ich, hätten auch gute Chancen, dass sie weiterkommen, aber die lasse ich jetzt mal kurz aus. Vega Squadron ist halt so ein Team, das habe ich beim letzten Major nicht gedacht, dass die weiterkommen, haben es aber definitiv auch weiter geschafft. Von dem her würde ich da auch sagen, dass die da gute Chancen hätten, diesmal auch wieder weiterzukommen. Thylo wäre ein Team, was ich sage, okay, die sind auch weiter. Und dann wird es jetzt halt schon schwierig. Weil das Team, mit was ausscheidet mit 3 Niederlagen. Viele sagen ja, es wird Weiß Gaming sein, also Weißy Gaming, aber ich glaube nämlich nicht ganz, weil ich habe mir da auch ein paar Games angeguckt für die Qualifikation der Challenger Stage und da habe ich auch ein Game gesehen, das war Weißy gegen Furia, das war Overpass, glaube ich, und die haben da wirklich solide gespielt. Die haben auf City Sides, da gab es kein Durchkommen, die waren einfach wie eine Mauer. Und das ist auch ein Team mit lauter Asiaten und ich meine jetzt nicht, ich möchte nicht rassistisch irgendwie irgendwelche Vorurteile äußern, aber ja, wir wissen ja alle, wie die Asiaten so drauf sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da mit 3 Loses ausscheiden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Winter Strike wird da wahrscheinlich auch nicht mit 3 Loses ausscheiden. Da will ich dann eher auf Greyhound Gaming tippen. Und für die zwei Teams, was dann auch noch weiterkommen, ist halt, ja, ich meine, Ents hätte die Chance, G2 hätte da auch die Möglichkeit, dass die weiterkommen. Renegades sowie Vega Squadron sind da halt auch nicht schlecht am Start. Und ansonsten, ja, Winterstrike glaube ich eher jetzt nicht so. Das Ding ist, es ist ja wie gesagt schwer zu tippen, weil man weiß ja nicht, welche Teams werden dann gegeneinander spielen, man weiß ja nicht, welche Maps werden diese Teams spielen, weil es gibt ja, jedes Team hat ja da, sind auf dieser Map stärker und die anderen sind halt wieder auf dieser Map stärker. Und ja, ist halt, kann man halt nicht so genau sagen. Ich würde da jetzt vielleicht noch sagen, dass vielleicht G2 und Ents weiterkommt. Oder weil G2 hat ja, ist ja, sage ich mal, jetzt nicht so gut, also nicht so gut will ich nicht sagen, aber sie, es war ewig lang ein Favorite Team von mir, sie sind so eigentlich auch ein gutes Team, nur jetzt dieser NBK und so nicht mehr dabei, wobei ja, ja, lass mal, wie gesagt, G2 kommt weiter. Und dann ist halt jetzt bei dem letzten Team so die Frage, Ents, Vega Squadron oder, naja, Renegades sind ja normalerweise auch nicht so schlecht. Ja, da hätte im Prinzip jetzt jedes Team so gleich die Nase vorne, sage ich mal. Oder sollte ich vielleicht Fnatic raustippen? So, aber ich würde dennoch behaupten, dass Ents da, ich glaube, das kann man so lassen. Ja, ich glaube, das ist es. So kann man das lassen. So, man kann ja die Tipps halt auch immer wieder noch ändern. Nicht, wenn ich jetzt sagen möchte, nee, Cloud9 gewinnt doch nicht 3-0, kann ich das ja jederzeit auch ändern. Und könnt ihr genauso machen. Man hat ja noch 4 Tage, 19 Stunden Zeit. Also ist jetzt, wo ich jetzt das Video aufnehme. Und da würde mich dann auch mal eure Meinung interessieren. Habt ihr euch den Führerpass gekauft? Macht ihr auch die Pick-and-Challenge mit? Und welche Teams wettet ihr weiter, beziehungsweise was sind also eure Tipps? Würde mich mal interessieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da vielleicht die Tage oder vielleicht auch was ändere oder so. Falls ich da was mache, werde ich euch das natürlich wissen lassen. Aber ich glaube, dass das wird schon ziemlich so fix sein. Und falls sich da jetzt ein paar Boys da nach meinen Pick'ems richten, ich sag gleich, das ist kein Safe Call, meine Pick'em Prediction. Weil
Ja, wie gesagt, man kann ja das nicht so genau wissen, welche Teams spielen gegeneinander, welche Maps werden gespielt, welches Team startet dann auf welcher Map, auf welcher Side, sind die T-Side oder City-Side, das weiß man ja jetzt alles noch nicht. Und beim letzten Major habe ich da ja ziemlich verkackt bei der ersten. Warte mal. Genau, da hatte ich ja nur 3 Punkte richtig. Aber im Endeffekt hatte ich dann am Ende dann noch genug richtig, dass ich zum Schluss noch die goldene Medaille bekommen habe. Überhaupt da in der K.O.-Phase habe ich ja jedes Team richtig gepickt. Und ja, wie gesagt, es kann da vieles passieren. So, und was ich noch vergessen habe zu erwähnen war, normalerweise musste man sich ja die Sticker, die man von dem Team wettet, musste man sich ja die Sticker kaufen. Aber sobald ihr den Viewer Pass gekauft habt, braucht ihr diese Sticker nicht mehr kaufen. Ihr könnt ganz normal, habt ihr jedes Team zur Verfügung und könnt es platzieren, wie ihr wollt. Nur wenn ihr den Sticker in eurem Inventar haben wollt, beziehungsweise den Team-Sticker dann auf eure Waffe kleben wollt, dann müsst ihr euch diese Sticker trotzdem kaufen. Wie kostet ein Sticker 90 Cent von jedem Team? Da gibt es ja wie sonst auch immer dann diese Sticker-Kapseln, wo man halt dann zum Beispiel die Team-Stickers in Holo oder in Glanz bekommen kann. Oder die Autogrammkapseln. Nur weiß ich da jetzt nicht. Gibt es da auch die Gold? Ja, ja, klar gibt es die. Und zum Schluss heben wir hier jetzt noch ein paar Stickerkapseln auf. Ich habe mir da jetzt aber nur 10 Stück von den Autogrammkapseln geholt. Vielleicht lag ich ja wo rein und bekomme hier einen goldenen Sticker. Weil die können dann doch einiges wert sein. Auf jeden Fall mehr als was die Kapsel selber kostet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man die halt wieder zieht, ist ziemlich gering. So, aber mal gucken. Vielleicht haben wir ja auch Glück. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dann zu den folgenden... Oh, Tabs, das ist cool. Ob ich zu den folgenden Pick'em Predictions dann halt auch wieder jeweils ein Video dazu mache. Normalerweise... Naja, es kommt halt immer drauf an, weil die anderen Videos, also beziehungsweise die Pick'em Predictions, da haben wir dann immer weniger Zeit. Da muss man halt das Video gleich machen und das Ganze unter der Woche umzusetzen. Muss ich gucken, ob ich Zeit habe. Aber, oh, da sind jetzt schon mal Reds, die dafür gezogen. Okay. So. Was mich auch interessieren würde, für welches Team seid ihr? Also ich schätze mal, dass ziemlich viele Teams anfeuern werden, was ich natürlich auch tue. Nur Vitality, sage ich mal, hat da auch ehrlich krass am Start. Okay. Und vielleicht, wenn ich Bock habe, werde ich da vielleicht... Wobei, nee, das erwähne ich jetzt noch nicht, weil das ist noch nicht safe, ob das funktioniert oder nicht. Da warte ich lieber mal ab. So, auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal 8x Blue. Also ich habe nur 9 Kapseln. Lol. Okay, aber mit den Stickern ist das halt wieder nicht so. Ich weiß nicht mal, was für ein Major das war, aber da habe ich... Mal kurz nachgucken. Aufkleber und Graffitis. Aufkleber. So, neueste Qualität. So. Da habe ich mal bei irgendeiner Sticker-Opening 2x so Red Sticker gezogen. Da habe ich mich schon übelst gefreut, aber sonst ist das nicht mehr passiert. Ja, und dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welche Teams ihr so weiter werdet, beziehungsweise was ihr glaubt, wer weiterkommt. Würde mich mal interessieren. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen, würde mir auch sehr viel helfen. Und dann sage ich euch noch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.